Das Textilmuseum St. Gallen ist eine ostschweizerische Institution mit nationaler und internationaler Ausstrahlung und Inspirationsquelle von vielen Haute Couture und Prêt-à-Porter Modehäusern. Im 19. Jahrhundert ist der Palazzo Rosso als Ausbildungsstätte vom Textilgewerbe konzipiert worden, was sich auch im Grundriss wiedergibt. Durch die zunehmende Umnutzung in einen Ausstellungsbetrieb haben sich aber die Anforderungen an das Gebäude stark verändert. Ein zeitgemäßes Museum verlangt nach technisch ausgereiften und sicheren Räumlichkeiten und nach einer einladenden Atmosphäre, um so Teil vom öffentlichen Lebens im Herzen der Stadt St. Gallen zu werden. Die Anforderungen können heute nicht mehr erfüllt werden. So existiert kein grosszügiger Ausstellungssaal, es fehlt ein barrierefreier Zugang, der Brandschutz entspricht nicht den heutigen Vorschriften und die Infrastruktur ist veraltet. Wie prekär die Platzverhältnisse im heutigen Museum sind, zeigt die Unterbringung der textilen Sammlung, die von unschätzbarem Wert ist. Weil sie über all die Jahrzehnte historisch über viel bedeutende und einzigartige Textilien und Exponate gewachsen ist, können die nicht konservatorisch einwandfrei gelagert, bearbeitet und ausgestellt werden. Aus diesen Beweggründen hat sich die Stiftung Textilmuseum als Eigentümerin vom Haus und von der Sammlung entschieden, einen Architekturwettbewerb durchzuführen. Gesucht haben wir eine architektonisch und städtebaulich überzeugende Idee, die die baukünstlerischen Qualitäten vom bestehenden Gebäude respektiert und sinnvoll erweitert, um so ein nachhaltig überzeugendes Museumkonzept zu realisieren und optimale Betriebsabläufe sicherzustellen. Letztlich wollen wir für unsere Gäste mit einem modernen und einladenden Museum begeistern. Mit der Erneuerung soll die prägende Vergangenheit von Gästen übers Heute ins Übermorgen transportiert werden. Damit schaffen wir Raum für neue Visionen. St. Gallen ist eigentlich eine Museumsstadt. Es gibt das Naturhistorische, das Museum für Kunst und viele andere. Einzigartig ist in St. Gallen die Stiftsbibliothek und das Textilmuseum. Diese Museen haben eigentlich so ein Sonderstellungsmerkmal. Und deshalb glauben wir auch, dass das Museum eben genau an diesem Ort entscheidend ist. Und langfristig wird es nur tragbar sein, wenn die Sammlung weiterhin wachsen kann, wenn die Sammlung weiterhin gepflegt und zugänglich gemacht werden kann. Die Sanierung eines Dachstockes ist da nicht genügend. Wir denken, dass eigentlich das ganze Textilmuseum notwendig ist in ihrem jetzigen Bestand, für den Erhalt, Pflege und Unterhalt und auch das Aufbewahren dieser weltbedeutenden Sammlung an Textilien, dass es aber gleichzeitig auch wichtig ist, dass dieses Haus ein Haus der Öffentlichkeit wird, ein Haus, das sich von allen Seiten her der Öffentlichkeit zuwendet, begehbar ist in allen Bereichen und wo die Zuschauer, die Besucher auch ohne große Umstände direkt in den Ausstellungssaal gelangen können. Das Projekt Wurzelgrund vom Team Keretz hat in der Jury von Anfang an und sehr schnell polarisiert. Zum einen ist ganz schnell klar geworden, dass es einen sehr schönen, einfachen, betrieblichen Aufbau hat, als Museum sehr gut funktioniert. Man kann sich in dem Haus einfach und gut orientieren. Als Besucher kann man sowohl in eine Wechselausstellung wie in die ständige Sammlung gehen. Man findet sich leicht zu Weg. Das hat man einstimmig und da war man einer Meinung,
müssen dem Projekt zugutehalten. Es hat es völlig überzogen als Museumsentwurf. Also angefangen haben wir, wie die meisten anderen Teilnehmer wahrscheinlich auch, mit der Vorstellung, dass es eigentlich das Gebäude von weit sichtbar verändern würden, wenn wir einen ganz neuen Dachaufbau machen. Wir haben dann aber schnell gemerkt, dass die Straßen recht eng sind um das Gebäude herum und dass man eigentlich diesen Dachaufbau nur von ganz wenigen Stellen aus wirklich sehen wird. Dazu ist uns auch bewusst geworden, dass wir eigentlich nur eine relativ kleine Fläche im Dach auf eine sinnvolle Art unterbringen können. Das bedeutet, dass sich die Ausstellungsräume mit den Sammlungsräumen über 2, 3, vielleicht sogar 4 Geschosse hingezogen hätten. Und das war dann eigentlich aus dem Hintergrund, den ich hatte bei der Planung von mehreren Museen, vollkommen unvorstellbar. Und so haben wir dann andere Lösungen gesucht, zusammen mit dem Ingenieur, aber auch mit dem Kostenplaner. Wir haben die Vorstellung, dass das Gebäude vielleicht nicht von außen sichtbar wachsen würde im Bereich des Dachgeschosses, sondern sich erweitert im Untergrund, haben wir dann eigentlich wirklich auch immer so in einem Team besprochen, Kostenplaner, Tragwerksplaner, um zu schauen, dass das nicht einfach nur eine schöne Wunschvorstellung ist, sondern auch ein absolut realistisches Projekt. Was faszinierend war, mit dem Schritt in den Untergrund gewissermaßen, war, dass die Fläche viel, viel größer wurde, die nutzbar ist. Und eigentlich war es dann plötzlich möglich, alles auf einem einzigen Geschoss anzuordnen. Also sowohl die Sammlungsbestände wie aber auch die Wechselausstellungen. Und das gibt natürlich einen ungeheuren Freiraum für den Kurator. Das bedeutet, dass eigentlich die Ausstellung, da sind der Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt, der Kuratoren, der Szenografen. Das bedeutet, kurzfristig, mittel-, langfristig gibt es eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten, wie zum Beispiel Sammlungs- und temporäre Ausstellungen, wie die miteinander verbunden werden können. Und das ist eigentlich für die Lebendigkeit des Museums total entscheidend, oder? Wir stellen uns vor, das ist vielleicht auch ein Raum, wo man gar nicht mehr an die Architektur denkt, sondern nur fasziniert ist von den Ausstellungsgütern, von einem zum anderen geht und die halt immer wieder auf Jahrzehnte hinaus in total anderen Ausstellungssituationen, anderen Kombinationen erleben kann. Und diese Vielfalt an Erlebnismöglichkeiten war dann eigentlich auch der Antrieb, das näher zu untersuchen und auch auszuarbeiten, was es bedeuten würde, die Ausstellungsfläche eben nicht auf dem Gebäude, sondern unter dem Gebäude anzuordnen. Also am Anfang, als wir uns Gedanken darüber gemacht haben, dieses Projekt in die Richtung zu entwickeln mit dem Ausstellungssaal unten, kam natürlich die Frage auf, wie wir das tragstrukturell am einfachsten in den Griff bekommen, sodass Architektur und Tragwerk zu einer Einheit verschmelzen. Wir haben uns auch die Frage gestellt, ob dieser große Raum unterhalb des bestehenden Gebäudes stützenfrei ausgebildet werden könnte, und wir sind dann schnell zum Schluss gekommen, dass wir genau aus dieser Idee heraus, ohne Stützen zu arbeiten, einen möglichst starken Raum erzeugen könnten. Es war dann klar, dass wir eine Art Abfang-Tischkonstruktion entwickeln müssen und
diese Abfangtischkonstruktion, die ermöglicht ja dann, das bestehende Gebäude als Ganzes abzutragen, und zwar so abzutragen, dass keine Setzungen einerseits und auch keine differenziellen Setzungen beim bestehenden Gebäude auftreten. Wenn man sich vorstellt, der Ausstellungsraum wäre zu oberst gewesen, dann hätte man zuerst ganze 4 Geschosse überwinden müssen, um in diesen Hauptausstellungsraum zu gelangen. Bei uns muss man nur ein Geschoss runterlaufen. Und diese Anbindung an die Öffentlichkeit, ans Publikum, die war uns ganz wichtig. Da gibt es noch einen anderen Punkt. Jetzt ist das erste Geschoss abgehoben, das steht auf einem Sockel. Wir entfernen diesen Sockel. Wir machen ein Gebäude, das eigentlich direkt ebenerdig verbunden wird mit der Umgebung. Es wird ein richtig öffentliches Gebäude, ein Haus, das allen gehört, das zugänglich ist für jedermann. Und das ist natürlich auch eine Umwandlung des Baubestandes. Auch schnell war klar, dass die denkmalpflegerischen Einwände nicht einfach von der Hand gewiesen wären. Und darum hat man nicht irgendwie versucht, die Denkmalpflege irgendwie in ein übergeordnetes Konzept einzubinden, sondern war der Meinung, die Denkmalpflege kann oder muss zu dieser Überzeugung stehen. Aber man kann natürlich auch eine andere denkmalpflegerische Haltung einnehmen. Es gibt vieles an diesem Gebäude, das wir erhalten möchten und auch erhalten können. So sind die extrem feinen Stützen in den jetzigen Ausstellungsräumen eigentlich sehr heikel, weil sie nicht zusätzlich belastet werden dürfen. Deshalb werden die Kräfte im Dachgeschoss umgeleitet auf die massiven Außenwände. Ein weiterer Punkt, der uns sehr wichtig erscheint, ist, dass diese Fassaden, die lichtdurchflutet sind, die ganz helle Werkräume im Inneren geschaffen haben, dass die wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden können. In der Neuausbildung des Daches haben wir von Anfang an auch eine große Chance gesehen, dem Gebäude zu helfen. Und zwar ist es immer so, dass bei diesen bestehenden Gebäuden mit gemauerten Fassaden häufig die Erdbebentragfähigkeit ungenügend ist, beziehungsweise auch nicht ganz so einfach rechnerisch nachzuweisen ist. Und was im Stahlbeton die Bewährungseisen darstellen, das kann man sich vorstellen, ist die Mauerwerk eben ähnlich zu betrachten als die Kraft, die das Mauerwerk überdrückt. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad, je stärker Mauerwerk überdrückt ist, umso größer wird sein Widerstand gegen Wind und gegen Erdbebeneinwirkung. Und da haben wir eine Chance gesehen, uns das zunutze zu machen, indem wir ein Dach ausbilden, das über die ganze Gebäudebreite spannt und dann die ganzen Lasten der oberen 2 Stockwerke auf die Außenfassade abgeben kann. Das lässt sich ohne irgendwelchen Mehraufwand in Bezug auf Kosten realisieren, weil wir im Dach mit den 2 Stockwerken eine sehr große Höhe haben, die wir ausnutzen können, um diese Überspannung sehr einfach zu bewerkstelligen. Der Eingriff unter dem Erdboden, der eigentlich monumental ist, ist wie ein verborgener Sockel, der dieses Gebäude langfristig stabilisiert, ihm einen Halt gibt, auch im übertragenen Sinne eine Bedeutung gibt, was dieses Gebäude für die Öffentlichkeit, für die Stadt St. Gallen langfristig bedeuten wird. Dahingegen ist dann
die Dachlandschaft eigentlich fast so wie im ursprünglichen Zustand. Dort wird die große Sammlung des Textilmuseums untergebracht werden, in direkter Nachbarschaft zu den Räumen, wo diese Sammlungen eben katalogisiert und untersucht und restauriert werden. Dadurch ist eigentlich unser Haus viel mehr als nur ein Ausstellungsraum, nur ein Museum. Es ist eigentlich ein Textilzentrum, wo auch wissenschaftlich gearbeitet werden kann, wo die riesige Sammlung intensiv betreut werden kann und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Im Vorfeld von dem Wettbewerb hat die Bauherrschaft verschiedenste Planungen machen lassen, Machbarkeitsstudien erstellt, Kosten geprüft, das Raumprogramm erarbeitet. Und man ist immer von einer Stadtterrasse ausgegangen, von einem Dachausstellungsraum, von einem Stadtbalkon, Dachbalkon, Blick über die Stadt. Also man wollte aufsteigen durch das muss bestehende Textilmuseum und dann über der Stadt quasi die Ausstellung anschauen. Oder die Ausstellungsgüter anschauen. Gleichzeitig ist bei der Ausschreibung aber auch immer von der Unterkellerung vom bestehenden Gebäude ausgegangen worden. Also man ist immer davon ausgegangen, dass man die Archiv, die Sammlungen in einem separaten oder mehreren separaten Untergeschoss wird unterbringen müssen, können. Und es hat auch verschiedene Projekte gegeben, wo in Unterkellerungen oder mit Unterkellerungen zusätzliche Unterkellerungen geschafft haben. Aber immer asymmetrisch. Das heisst, es ist immer nur ein Teil des Gebäudes unterkellert, war ein anderer nicht. Mit dem Projekt vom Team Keritz ist natürlich plötzlich das auch wieder in eine stabile Lage gekommen, in dem natürlich das gesamte Untergeschoss abgesetzt worden ist. Und das Dach eigentlich weitgehend von grossen Massnahmen quasi entspannt worden ist. Es gibt keine Dachterrasse, Stadtterrasse in dem Sinn, aber es gibt ein attraktives neues Erdgeschoss, wo ja ebenfalls auf Strassenniveau abgesenkt wird. Also insgesamt ist man der Meinung gewesen, dass das Projekt sich am Perimeter hält. Der Perimeter hat das gesamte Grundstück umfasst. Der Perimeter oder die Ausschreibung hat gesagt, man kann das Dach umbauen, man sieht eine Unterkellerung vor. Und das Interessante an dem Projekt vom Team Keritz ist, dass sie quasi zwischen den Zielen den musealen Betrieb gelesen hat und verstanden hat, umzusetzen in dem Gebäude. Und zwar auf eine ganz andere Art, als wir die Bauherrschaft ursprünglich gedacht haben. Uns hat es sehr überrascht, dass nicht mehr Wettbewerbsteilnehmer diese unterirdische Lösung bevorzugt haben. Schließlich war der Wettbewerb sehr offen und sehr frei formuliert. Das war für mich eigentlich auch ein Hauptgrund, wieso ich überhaupt mitgemacht habe. Also ich bin überzeugt, dass es gelungen ist, in sehr schöner, interdisziplinärer Zusammenarbeit ein sehr selbstverständliches, kräftiges Projekt zu entwickeln, das Architektur und Tragwerk sehr schön zusammenbringt, das diesbezüglich eine sehr große Stringenz aufweist und das auch in Bezug auf Tragwerk eigentlich viel einfacher ist, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Für uns wäre es fantastisch, wenn wir dieses Projekt weiter bearbeiten könnten. Wir würden das mit sehr großer Freude tun und sind überzeugt, dass wir sowohl städtebaulich als auch für die Bauherrschaft da einen sehr schönen Beitrag leisten können und dass das Gebäude dann vor allem auch dank der Flexibilität dieses Konzeptes des Entwurfs noch lange Jahrzehnte und vielleicht sogar noch länger Freude bereiten kann.